Grunde ist doch das Spannende an der Arbeit in Krisenregionen, die sich in einem Wandel befinden, dass man an dem Aufbau ein bisschen mitarbeiten kann. Und das interessiert mich. Seit 2003 machen wir, also MICT, die Trainingskomponente des Ganzen, im Nahen und Mittleren Osten Ausbildung von Journalisten. Und wir machen das mit lokalen Journalisten, aber auch mit internationalen Journalismusexperten vor Ort. Ich habe beobachtet, dass sich die Qualität in Zeitungen und in Radiosendern alleine durch Training gar nicht verbessern lässt. Oftmals hat es ganz andere Ursachen, dass der Journalismus in diesen Medien nicht unabhängig ist. Und ein Grund dafür ist zum Beispiel die Finanzierung. Wenn ein Medium einer politischen Partei, die da Anzeigen schalten, nach dem Mund schreiben muss, dann ist die nicht unabhängig. Im seltensten Fall findet die Finanzierung durch Werbung statt. Und genau das haben wir vor, das ist ganz neu für diese Region. Wir bringen dort Werbung hin und schaffen damit eine Alternative, eine unabhängige Quelle der Finanzierung für Medienhäuser, sodass sie dann auch unabhängig berichten können. Plural Media Services bringt zwei Gruppen zusammen. Auf der einen Seite sind das die Medienmacher, also die Radiosender und die Zeitungen, und auf der anderen Seite sind es die Firmen, die in diesen Regionen werben wollen. Wenn man mit Medien in Krisenregionen oder in Transformationsregionen spricht, dann ist das Problem vielfältig. Die haben oftmals selber gar keine Ahnung natürlich von Werbung. Weil da, wo sie herkommen, gab es keine Werbung, da gab es nur Propaganda. Plural Media Services setzt natürlich auf den Erfahrungen, auf den Kontakten von MICT, Media Incorporation and Transition auf. Wir haben dort lokale Büros, wo Projektleiter, Redakteure und Journalisten arbeiten. Wir kennen die Medienlandschaft und genau das ist es, was Plural braucht. Oftmals orientieren sich Werbekunden an den großen, bekannten Medien in einem Land mit der größten Auflage. Das sind aber leider die Medien, die zum Beispiel der Regierung gehören. Und damit gehören sie nicht zu den unabhängigen Medien und interessanterweise gehören sie auch nicht zu den Medien, die am meisten gelesen oder gehört werden, weil alle wissen, wem diese Zeitung oder der Radiosender gehört. Völlig unglaubwürdig natürlich in der Bevölkerung, wohingegen kleine Zeitungen im Irak mit einer Auflage von 15.000 bis 20.000 Lesern eine viel größere Wirkung haben und auch eine viel größere Werbewirkung. Und das Geld liegt in diesen Ländern oftmals in den Händen von politischen Geldgebern. Und wir kennen diese Leute, wir kennen die Medienmacher in diesen Ländern durch unsere journalistischen Ausbildungsprojekte in den letzten 8 Jahren. Wir haben Büros in Kairo, in Tunis, im Südsudan und im Irak und wissen daher auch, mit welchen Medien es sich lohnt, zusammenzuarbeiten und welche Medien gerne unabhängig und qualitativ hochwertigen Journalismus machen möchten. Und das begrüßen die Firmen natürlich. Wir entwickeln Tools und bringen den Leuten vor Ort bei, wie sie qualifiziert Aussagen treffen können über die Wirksamkeit ihres Mediums und schaffen damit zum ersten Mal Transparenz in diesen neuen Medienmärkten. Wenn du eine Zeitung im Irak fragst, wie groß ist die Auflage, dann ist oftmals die Antwort nicht die richtige. Und wenn man sie befragt über ihre Leserschaft oder ein Radiosender über seine Hörerschaft, dann wissen die viel zu wenig darüber. Beispielsweise in Libyen arbeiten wir mit einem Magazin zusammen, The Libyan, Libya Mag heißt es. Und das ist dieses Magazin hier. Und Ibrahim, der Macher dieses Magazins, ein super Typ, den beraten wir in den nächsten 2 Monaten beim Aufbau seiner Marketingabteilung. Das Geld für die Publikation bringt er im Moment selbst auf. Und irgendwann wird ihm aber das Geld ausgehen. Und dann ist er darauf angewiesen, das Geld zum Beispiel durch Werbung zu bekommen. Und dabei helfen wir ihm durch die Vermittlung, aber eben auch durch die Trainingsmaßnahme in seiner Marketingabteilung. Wir können natürlich nicht verhindern, dass nicht durch die Stimulierung eines Werbemarktes an sich und dadurch, dass wir die Medien erst fit machen für Werbung, nicht Nachahmer entstehen, andere Mediaplanungsagenturen. Die müssen ja nicht mit uns zusammenarbeiten, die können ja auch mit anderen zusammenarbeiten. Und das ist sogar genau das, was wir wollen. Das Ziel ist es,
durch die Vermittlung von Werbung möglichst vielen unabhängigen Medien in dieser Region zu helfen. Ich habe schon immer in Medienberufen gearbeitet, das heißt, daher interessieren mich Medien, aber vor allem dieses Thema Selbstbestimmung so. Und also das Selbstbestimmung auch von Medienmachern und so, dass die sagen können, was sie wollen oder machen können, was sie wollen. Daher kommt der Drive. Ich stehe halt drauf, dass auch der fromme schiitische Imam-Radiosender in Najaf sagen kann, was er will. So.